Sagen Sie, was machen Sie da gerade? Ich gucke mir die Schweinenase an. Schweinenase? Guck, das macht er. Hier haben wir ein Näschen. Hallo. Ein Chinchilla-Näschen. Und sie macht nichts, oder? Doch. Was? Hallo Leute, willkommen zu einem Zelda-Montag. Die Person, da kennt ihr schon. Hallo. Aus dem Convention-Video und das mit der Katze. Sie ist die mit der Katze. Ich bin die mit der Katze. Und mit den Chinchillas. Und mit den Chinchillas. Ja, ihr habt es schon gehört, der Zelda geht es nicht so gut. Und ich habe neulich entdeckt, dass sie wieder halt schön Ausfluss hat. Also am Po und ein bisschen geschwollen. Und ich lasse sie jetzt untersuchen. Aber sie lässt ihre Tiere auch heute untersuchen. Ja. Also da haben wir gedacht, wir gehen heute zusammen zum Tierarzt. Und ihre beiden Chinchillas sind dann heute dran. Die machen einfach nur ein Check-up, um zu gucken, ob die auch wirklich gesund geht und ob es ihnen gut geht, ne? Und mal zum Vergleich. Große Box, kleine Box. Große Box, kleine Box. Mal, da ist sie schon da. Naja, komm her. Komm jetzt. Komm her. Hamster, der unter ganz viel Streu verschwindet. Es lebt. Wir warten jetzt beim Tierarzt. Hier haben wir einmal die Chinchillas. Und hier haben wir Zelda. Und dann warten wir jetzt gleich, bis wir dran sind. Das kann etwas dauern. Aber wir haben gute Gesellschaft. Und eine gute Gesellschaft. Ja, ganz viele Hunde und Leute und Katzen. Ja. Ich hab grad sehr gut gemacht. Also sie wird jetzt in, ich glaube, 2 Monaten 2. Okay. Also die ist jetzt... Ne? Ich habe zu Hause, heute Morgen habe ich sie nochmal kontrolliert. Da habe ich halt auch nochmal sauber gemacht. Ja. Ja. Wie viel Eiter kam raus? Weil jetzt hier hinten ist sie relativ trocken. Kann ich nicht sagen. Gelblich ein bisschen wie so ein Bibo-Stäbchen halt. Oh, eine Süße bist du, sag mal, ne? Ja. Das ist ja fast größer. Ja. Okay, ja, sowieso, dass ja, wir alles dran setzen, damit die noch lange hier ist. Weil, ja. Kriegt sie dann das gleiche Antibiotika, was sie damals auch gekriegt hat? Das ist eigentlich das, was bei so einer Gebärmuttergeschichte am besten wirkt. Okay. Ja, kommt sie damit gut klar oder nicht so? Ja doch, da hat sie sich auch verabreichen lassen. Also. War irgendwie schwerer, sie da reinzukriegen. Oh ja. Ja, nicht schlimm. Kalt und ungewohnt. Okay. Dann gucken wir uns gleich deine weißeren Stellen einmal noch an. Genau, du lass schon. Ich werde untersucht. Hilfe, ich muss weg. Also, wir sind jetzt mit dem Tierarztbesuch fertig. Und du warst sehr begeistert davon, dass es deinen Chinchis gut geht. Ja. Die sind, also denen geht's super. Topfit, Idealgewicht. Ja. Fell, alles okay. Und Zelda hat zwar leider wieder diese Entzündung, aber sie hat jetzt, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, ich hoffe, ich komme dran, ganz viele Medikamente gekriegt. Und sie sieht halt noch gut aus, für das, wie alt sie ist. Und ich
schöpfe Hoffnung, Hoffnung, ich schöpfe Hoffnung. Ja, immer positiv denken. Und die ist ja so noch ein bisschen fit, aber jetzt fahren wir erstmal nach Hause und bringen die Tierchen alle wieder zurück ins Eigenheim, genau. Jetzt wieder zu Hause und wir setzen jetzt Zelda in ihr Heim wieder zurück. Du kannst auch direkt schlafen. Schatzi, falsch rum. Komm. Blum. So. Ja, Molly. Ich muss schon sagen, das war ein etwas anderes Zelda-Montags-Video. Aber ganz ehrlich, ich bin so froh, dass Zelda noch hier ist, sag ich mal so. Und dass ihr auch noch weiterhin geholfen werden kann, weil ich habe ja schon angemerkt, dass es ihr momentan nicht so gut geht. Sie hat sich auch direkt wieder verdünnisiert und schläft. Aber ich wollte jetzt noch kurz am Ende des Videos zeigen. Ich habe hier einmal die neuen Medikamente gekriegt. Das ist einmal ein Antibiotika. Davon muss ich wahnsinnige 0,08 Milligramm hier dem Tier geben. Das sieht dann ungefähr, ich mache jetzt ein wenig Krach, sieht dann ungefähr so aus. Also in so einer Spritze. Und dann haben wir hier noch für den Stoffwechsel, weil Zelda ja nicht mehr die Jüngste ist, haben wir auch noch was zum Verabreichen. Und hier will ich einfach nur mal sagen, Leute, schreibt mir nicht andauernd in den Kommentaren, ja, mein Hamster hat, ich weiß nicht was, er hat offene Wunden, er blutet, mein Hamster hat einen dicken Knubbel. Geht einfach zum Tierarzt, der wird euch sagen, was ist. Ich bin keine ausgebildete, absolvierende Tierärztin, ich kann keine Ferndiagnosen machen. Ich sehe euren Hamster ja noch nicht mehr, aber geht einfach damit zum Tierarzt. Dann ist alles super. Danke fürs Zuschauen hier. Ich kann auch nicht wirklich viel, hoppala, wirklich viel sagen. Ich bin auch jetzt, also ich sehe total, hier kann ich mal zeigen. Ich schäme mich nicht dafür, so wie ich aussehe hier. Ich sehe total, ich bin einfach nur fällig und ich werde jetzt das Video schnell schneiden und dann werde ich es für euch da draußen hochladen. Aber wie gesagt, es war ein schöner Nachmittag beim Tierarzt. Ich bin froh, dass es so gut ausgegangen ist mit der kleinen Zelda. Und ihr seid jetzt auch auf dem neuesten Stand. Dann nochmal danke für die tolle Abonnentenmarke und bleibt weiterhin up to date bei meinen Hamster-Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video von eurem Miyuki wieder.